So, kurzer Zwischenstopp. Hier ist das super geil. Schöne Wasserfälle zu sehen. Darum geht es hier heute. Um Zwischenstopps. Sie sind für mich das Salz in der Suppe auf jeder Motorradtour. Mega geil. Also, wenn du auch Lust hast, die schönsten Zwischenstopps auf unserer Dolomitentour zu erleben, dann lehn dich zurück und genieße die Fahrt in der Episode 3. Wir wünschen dir viel Spaß. Heute sind wir nur zu viel unterwegs, die anderen wollten nicht. Haben Angst, dass es regnet. Nee. Wenn ich schon mal hier bin, dann müssen wir das auch ausnutzen. Und im Moment ist es richtig schön. Und von daher, wir haben ja einen Nässeschutz dabei. Und wenn es nicht den ganzen Tag pieselt, dann passt das eigentlich auch. So. Jetzt sind wir durch den Felbertauerdschungel gefahren, 5282 Meter lang, auf 1600 Meter Höhe. Schön. Kostet allerdings Maut. Ich weiß nicht wie viel. 20 Euro, 10 Euro einmal durchfahren. So. Am Felbertauerntunnel sollte man auf jeden Fall, wenn man durchgefahren ist, mal anhalten. Dort gibt es tolle Wasserfälle und man hat eine klasse Aussicht. Wir haben natürlich einen kleinen Stopp gemacht. Ich habe die Drohne gestartet und die schönsten Aufnahmen kannst du hier sehen. Danach sind wir weitergefahren Richtung Krimmler Wasserfälle. Auch die Strecke dorthin hat Olaf echt klasse ausgesucht. Wir nutzten fast immer schöne Nebenstraßen, auf denen kaum was los war. Die Hauptstraßen, die wir befuhren, selbst auf denen war relativ wenig los, sodass wir wirklich die Straßen und Kurven toll genießen konnten. Ja, irgendwo muss man einfach immer wieder mal anhalten. Einfach so schön, muss man einfach alles irgendwie festhalten. Guckt euch das doch mal an. Ist doch super schön, oder? Weil hier kannst du echt an jeder Ecke anhalten und es ist einfach nur geil. Oh Mann. Ach, das ist irre. Total genial. Immer wieder wurde es ein bisschen dunkel am Horizont, aber Gott sei Dank hat Olaf die Täler immer so ausgesucht, dass wir dann kurz vorher abgebogen sind und nicht nass. Und jetzt sind wir hier bei dem Krimmler Wasserfall. Richtig cool. Die Krimmler Wasserfälle waren schon toll. Wir sind nicht ganz hingegangen, es war mir einfach zu voll. Und von daher haben wir uns entschieden, aus der Ferne dann hier einfach nur zu filmen. Und das war auch ganz schön. Wieder schöne Nebenstrecken. Hier nochmal ganz besonders meinen Dank an Olaf. Du hast die Touren echt klasse ausgesucht. Kurzer Zwischenstopp hier. Schön am See. Richtig
herrlich. Das hat das Kerstin vorhin gesagt. Wir sind zwei geile Typen, wir lassen das zu, dass wir das tun. Ja, Micha ist immer ein bisschen geil, das merkt man auch. Er kommt dann immer abends an. Wollte ein Bier klauen, ne? Das kann ich nicht. Wenn es nur das Bier wäre, was er von mir will, dann wäre das ja nicht so schlimm, aber... Naja, so sind die Hamburger halt, das ist okay. Wir hatten echt viel Spaß und deswegen konnten wir uns auch gegenseitig ein bisschen anbissen. Aber jetzt noch mal ganz ehrlich, guckt euch doch mal das an. Ist das nicht eine mega Aussicht? Also wer da nicht anhält, der muss ja bekloppt sein. Das kann doch... Ich finde das einfach unglaublich. Als wir an dem Tag zurückfuhren, sind wir dann doch nass geworden. Aber das war mir Schnurz. Ja? Erstens waren es nur noch ein paar Kilometer bis zum Hotel. Und zweitens, der Tag war einfach zu geil, als dass mir so ein bisschen Popelregen die Laune versauen kann. So, guten Morgen. Gestern Nacht hat es geschüttet, gestürmt, geblitzt, gedonnert. Es war die Hölle. Die Schirme sind fast fett geflogen und ganz halb Osttirol hat Stromausfall. Wir haben auch von dem Sturm nichts mitgekriegt. Wir hatten zwar Fenster auf, aber Cassie und ich haben geschlafen wie die Murmeltiere. Da war nichts zu hören. Heute ging es über den Plöckenpass nach Italien. Richtig schöne kleine Straße, lässt sich super fahren und es kam uns kaum einer entgegen. Wie gesagt, kaum. Bis auf einen Autofahrer und da mussten wir uns dann ein bisschen arrangieren. Aber das hat gut geklappt. Und dann diese kleinen Tunnel. Ich fand das total geil, da durchzufahren. Kamst dann aus dem Tunnel wieder raus und zack, hattest du gleich wieder ein klasse Panorama, eine super geile Aussicht. Das war total stark. Allerdings, wenn du in den Tunnel reingefahren bist, warst du erstmal blind. Wir kamen dann an einem tollen Stausee vorbei und der war einfach wieder wunderschön mit türkisblauem Wasser, aber seht selbst. Der Stausee war schon mega. Die grüne Farbe, schaut euch das mal an. Das ist doch der Wahnsinn. Also ich habe sowas noch nicht in Deutschland gesehen. Irre geil. Da muss man doch einfach anhalten. Aber ich halte jetzt erstmal meine Klappe, dann könnt ihr das besser genießen. So, irgendwo in Italien auf dem Berg, ich weiß nicht, ich werde es nachher nochmal ausfinden, sind wir durch die Gegend gedüselt, wunderschön hier. Und jetzt machen wir gerade ein kleines Päuschen, das muss ich hier einfach mal festhalten. Wahnsinnige Berge, völlig irre. Das Wetter ist genau richtig, die Sonne brezelt nicht so auf den Schädel und du hast aber trotzdem schöne Sicht. Richtig schön.
Schöne, was mir an diesen Pässen gefällt, ist ja, dass überall irgendwo eine kleine Gaststätte ist, wo du einkehren kannst und erstmal ein Cappuccino zu dir nimmst oder ein Stück Kuchen oder was auch immer. Das finde ich richtig toll. Und meistens liegen die an einem Punkt, wo du auch richtig eine tolle Aussicht hast. Das habe ich an dem Tag und wir alle zusammen richtig genossen. Weiter ging es über den Passo di Rasso mit tollen Kurven und super Aussicht dann zum Lago di Cadiol und von dort aus sind wir dann zu den drei Zinnen vorbeigefahren und da hat es mir meine erste Kamera zerschrotet, deswegen habe ich dafür auch leider keine Aufnahmen. Aber naja, irgendwas ist ja immer. Nichtsdestotrotz ließ ich mir nicht die Laune dadurch verderben und sind dann weitergefahren. Ich habe ja noch eine zweite Kamera, Gott sei Dank, gehabt und habe dann mit der gefilmt. So, wir sind hier am Lago di Misurina. Wunderschön gelegen. Mega geil aussehen. Von den ganzen Bergen drumherum. Echt der absolute Hammer. Tage bleiben. Total stark. Der Nationalpark Drei Zinnen ist wirklich schön. Egal von welcher Seite man aus kommt, er ist wirklich toll zu befahren. Schöne Kurven, kleine Städtchen, in denen man einkehren kann und die Aussicht ist bombastisch. Du bist umgeben von Bergen. Auf der Rücktour von den 13 hat Olaf wieder tolle Strecken ausgesucht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind nicht einmal eine Strecke doppelt gefahren. Und wenn, dann vielleicht so 2-3 Kilometer, weil das gar nicht anders ging, um von dem einen Tal ins andere zu kommen oder wie auch immer. Von daher muss ich sagen, das war richtig toll. Wer Lust hat, diese Strecken, die wir gefahren sind, nachzufahren, kann gerne mich anschreiben per E-Mail. Und ich schicke ihm dann die GPX-Dateien zu. Das ist gar kein Problem. So, guten Morgen. Heute ist das Wetter wieder super. Wir fahren heute nach Slowenien. Und zwar soll es da den Wurzenpass geben. Und da wollen wir hin. Falls einer nachfragt, wir sind gefahren mit Kalimoto. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Aber es gibt sicherlich noch andere gute Programme, die das auch können. Klar, Kalimoto hat seine Stärken und Schwächen, keine Frage, aber ich kenne keine Navigations-App oder kein Navigationssystem, was 100% fehlerfrei ist. So, jetzt sind wir hier am Wurzenpass, oben an der Grenze direkt zu Slowenien und das soll wohl die mit bestbewachteste Grenze mit den meisten Verteidigungsanlagen gewesen sein, die ziemlich geheimen Scheunen und so weiter und so fort, Bunkeranlagen, ja, ohne Ende, zwischen alles als Museum und mal gucken, ob wir davon was sehen werden, weiß ich noch nicht, wir fahren auf jeden Fall erstmal den Pass weiter entlang. Die Strecken waren wirklich gut. Der Täbelach schön griffig. Die Passstraße auf den Berg rauf, ich nenne ihn jetzt mal Vidžić, ich kann da nicht richtig aussprechen, ich habe das versucht, aber das klappt nicht. Die war an dem Tag gut zu fahren, aber alle Kurven waren mit Schotterpflaster ausgelegt. Und das könnte ich mir unter regnerischen Umständen schon als recht tricky vorstellen. Also da hätte ich dann, das wäre bestimmt nicht ganz so einfach. So, wir sind auf aber oben angekommen, hatte man wieder eine super geile Aussicht, aber seht doch selbst.
So, und schon geht's weiter. Fährst du nur nicht, wir müssen weiterfahren. Da hinten soll noch ein schöner Aussichtspunkt sein, da fahren wir jetzt hin. So, jetzt sind wir noch mal ein Stück hier weitergefahren. Hier hat man noch ein bisschen besseren Ausblick. Mal gucken, ob ich da hinkomme. Aber Wochenende, Woche voll. Und dann sind wir weitergefahren zum Highlight des Tages. Mein Highlight des Tages im Prinzip. Es ging schön die Pässe wieder runter. Dann kamen wir dorthin. Und ruhig immer wieder mal anhalten und die Schönheit der Natur genießen. Es ist ja super schön hier mit dem Flusslauf, der sich durch die Jahrtausende durch das Gestein gefressen hat. Das sieht richtig toll aus. So einen kleinen Campingplatz ist hier in der Nähe und die Leute liegen hier auch und sonnen sich und baden. Das ist richtig cool. Wunderschön. Grün das Wasser. Sieht richtig toll aus. Schatzi genießt das blaue Wasser. Ja, voll cool. Schaut euch das hier mal an. Das ist doch einfach der Hammer, oder? Das findet man im Prinzip an jeder Ecke ganz hier anhalten. Irgendwas Tolles siehst du. Man muss sich nur die Zeit nehmen und einfach mal stehen bleiben. Also jetzt schaut euch das doch mal an. Dieser Fluss, dieser Kürbis, dieser türkisfarbene Fluss. Irre, oder? So ausgewaschen und zerklüftet, einfach nur genial. Da muss man doch noch mal hinfahren. Da geht doch gar nicht anders. Aber genießt das einfach selbst. Es ist einfach wunderschön. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich werde auf jeden Fall nochmal nach Slowenien reisen. Das ist einfach zu klasse gewesen dort und da muss ich einfach nochmal hin und mir das alles ein bisschen genauer anschauen. Ich habe mir schon so viel vorgenommen, ich weiß gar nicht, ob ich das alles bereisen will. Aber naja, Hauptsache man hat Ziele. Aber ich denke mal, euch geht es doch genauso, oder? So, sind wir wieder in Italien. Von Slowenien nach Italien rein. Die Straßen waren wesentlich schlechter, ganz ehrlich sagen. Da war eine richtig schöne Mittelfräse auf der Straße. Und das ist eigentlich genau die Ideallinie des Motorrads gewesen. Das war richtig, ja, teilweise recht tricky und recht schwer zu fahren. Aber dann fährt mal langsam und genießt einfach die tolle Landschaft. Das ist hier nämlich genauso schön. Es ist bewölkt, das ist gut so. Dann brezelt es nicht so aufs Hirn. In Slowenien, da werde ich nochmal hinfahren mit Kerstin. Das ist richtig schön zu fahren. Landschaftlich total toll und die Straßen sind wirklich sehr gut.
Jetzt sind wir am Passo Bramolo. Nassfeldpass. So. Da guckt unser Sticker drauf. Ja. Da ist er. Wie schön. Was für eine geile Auffahrt. Ja, die Auffahrt ist super schön. Genau. Hammer. Und die Aussicht ist auch toll. Hier oben ist auch wieder ein kleiner See und ist richtig schön. Das war eine super Auffahrt. Ja, das sind coole Kurven. Ja, ich hoffe, euch haben die Zwischenstopps gefallen und ihr konntet ein bisschen abschalten und die Aussicht genießen. Als nächstes steht an der TET Dänemark. Das sieht ganz gut aus und ich werde den wohl weiter befahren können. Und damit ihr keinen Film verpasst, abonniert doch den Kanal. Ich freue mich drüber und falls ihr Anmerkungen habt, schreibt sie in die Kommentare rein. Bleibt gesund, passt auf euch auf, macht's gut, bis dann, tschüss.